Herzlich willkommen zum zweiten Travel Talk auf der ETB hier am Slowenienstand in einem Idyll und vor allem jetzt mit einem, ich würde mal sagen, Superstar, weil wenn du hier auf diesen Stand kommst, lieber Sascho, drehen alle total durch. Man hat mir im Vorfeld gesagt, du bist Taylor Swift von Slowenien. Gemeines, gell? Du bist viel hübscher. Erstmal schön, dass du da bist. Sascho Austenik. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich für diesen tollen Grüß und ich möchte nur sagen, ich habe das große Glück, dass Taylor Swift von Slowenien immer mein Großvater Slavko war. Er ist der Erfinder der Obergrenzenmusik gemeinsam mit seinem Bruder Wilko. Ihre Musik hat im letzten Jahr 70 Jahre Geburtstag gefeiert und es freut mich sehr, dass die Leute diesen Glauben auch an mich haben, dass ich die Tradition, die Musik von denen übernehmen durfte, dass ich heute schon 15 Jahre mit dieser Musik unterwegs bin. Und in diesen 15 Jahren haben wir auch schöne Fernsehkonzerte, neue Titel gebracht und deswegen kennen mich auch die Leute, vor allem in Slowenien. Und ich sehe meine Aufgabe dadurch, dass wir auch in der Welt reisen, Slowenien und die Musik meines Großvaters promovieren. Du weißt, das mit Taylor Swift war gar nicht so ernst gemeint, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, wie und eben auch dein Großvater, der da ganz Großartiges gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Kunst auf die Weltbühne gebracht hat und einen Aspekt der slowenischen Musik so bekannt gemacht hat, dass er damit 36 Millionen Tonträger tatsächlich vertreiben durfte oder dass es überhaupt die Welt ich würde mal sagen, begeistert hat, was er da gemacht hat. Diese Musik, die von deinem Großvater und seinen Musikern in die Welt getragen wurde. Warum glaubst du, hat die Menschen so berührt und in den Bann gezogen bis heute? Ja, es gibt verschiedene Zuhörer und Besucher von damals, also von Konzerten oder sage ich jetzt mal Nutzer von der Musik. Erstmal muss man sagen, dass die Original-Oberkrainer revolutionär waren durch neuen Sound. Das war nach der Kriegszeit und die Welt war ziemlich dann neu. Die haben sehr positive Inhalte gehabt. Es war immer fröhliche Musik. Mein Großvater ist in Wirtshaus aufgewachsen und hat dafür die Gäste gespielt. Und später hat ihn sein Bruder ins Medien gebracht, Radio, Fernseher. Und die Aufgabe war, dass die nicht zu einfache, banale Musik machen, sondern dass die einfach eine Botschaft in eigenen Sound kreieren. Und natürlich, Publikum teilt sich dann auf die Tänzer, auf die Musikanten, die dazuhören, aber auch auf die Leute, die gern was Gutes hören, was Neues, was Qualitatives. Ich habe, wenn ich mit Fans von Oper gesprochen habe, immer so ein Funkeln in den Augen gesehen, weil die haben diese Energieübertragung gehabt, die Oberkrenner. Das war eine Welle, eine Euphorie, es war was Neues. Man muss sich vorstellen, es gab sowas früher nicht. Man hat einen Akkordeonisten als Solisten immer betrachtet und Opa war plötzlich da, hat neue Begleitung gemacht. Tagada, 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 tagada. Er war da erstmals Erfinder. Dann gab es natürlich auch die Musiker, die sind von Tanzorchester gekommen, die mit ihm gespielt haben. Zum Beispiel Trompete, Klarinette, war mit Einflüssen von westerner Musik, Dixie, Jazz und Swing. Die sind dazugekommen und da gab es noch den Gitarristen, der war auch im Tanzorchester und man hat in eine volkstümliche Band keinen Gitarristen mit einem Pick, mit Jazzverstärker oder Rockverstärker, wie auch immer, einen Gitarrenverstärker erwartet. Deswegen war das eine Revolution. Und dann gab es noch die Titel, so wie Trompetnico. Die Titel, die Kompositionen waren was Besonderes und man hat gleich gemerkt, diese Musik verbindet die Leute. Es ist was Slowenisches, was Originelles, was Eigenes. Und die Leute haben da getanzt, gesungen, gejubelt und das hat immer die Völker zusammengebracht. Wie bist du denn aufgewachsen? Also ich kann mir vorstellen, dass immer Musik irgendwo bei euch in der Familie eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Aber war das für dich von Anfang an im Blut oder war das einfach nur um dich herum? Es war immer im Haus anwesend, weil mein Opa hat da schon nicht mehr professionell gespielt, aber hat für andere Gruppen Musik geschrieben. So auch mein Vater, der war dann aktiv, war jugoslawischer Staatsmeister auf Konzertgitarre, das war Gregor Austenik. Und die haben nicht nur komponiert, sondern auch geübt, weil bei uns, wenn man einmal ein Musiker ist, so wie auch ein Profisportler, das ist ein Lebensstil. Und deswegen haben wir viele verschiedene Arten von Musik immer gehört, weil Opa wusste genau,
was ein Opernsänger bringt, was ein Klassiker übt, dass er sowas auf die Bühne, auf die Reihe bringt. Und es waren natürlich dann auch neue Ideen. Als Kind habe ich natürlich dann immer gemerkt, einmal spielt er Klavier, einmal spielt er Gitarre, einmal beim Akkordeon. Instrumente lagen überall. Meine Großmutter hat Instrumente sogar auch verkauft. Deswegen habe ich beim Legosteinen auch so ein kleines Akkordeon und eine Plastiktrompete gehabt. Und ich darf sagen, wir sind 5 Geschwister. Deswegen haben wir immer so ein bisschen getan, als ob wir schon als eine Gruppe spielen und auftreten. Später bin ich dann in die Musikschule gegangen und da war diese Oberkleinmusik damals nicht erlaubt, weil es war nicht im Schulprogramm. Und mit den Jahren hat sich das auch geändert, dass wir jetzt auch merken, es ist ansprechvolle Musik oder wie man das sagt, man muss da üben, man muss spielen und auch was kennen, weil du kannst jeden Titel schlecht oder gut spielen. Jetzt sind wir hier auf der ITB. Wir hätten ja fast das Pech, sage ich mal, gehabt, dass du in der Touristik gelandet wärst. Also Pech deswegen, nicht weil du es nicht toll gemacht hättest, Sascho, aber dann wärst du kein toller Musiker geworden, denn du hattest eigentlich was anderes im Kopf beruflich. Ja, genau. Mein Großvater Slavko, der war wirklich, wie er zu Hause gespielt hat, der war 70 Jahre, hat Akkordeon 4 Stunden am Tag gespielt, mein Vater auch stundenlang Gitarre geübt und ich habe mir gedacht, ich spiele Basketball, ich mache andere Sachen, da muss man wirklich sehr begabt dafür sein. Und ich habe nur ein bisschen, so eine halbe Stunde am Tag geübt. Dann habe ich mir irgendwo entscheiden müssen für eine Schule. Und Opa hat mir dann den Rat gegeben und hat gesagt, lerne einen Beruf aus, weil Musik kann immer dein Hobby und so auch Begleiter sein. Und ich wollte dann nicht in Musikschule gehen, weil dort konnte ich auch nicht Oberkleinmusik spielen, sondern habe ich dann Tourismus gewählt, weil wir zu Hause auch Wirtshaus haben und Gastronomie. Und ich habe am Nachmittag doch dann die Zeit genutzt, nicht um Basketball zu spielen, sondern eigene Gruppe zu kreieren. Und so habe ich eigentlich Tourismus studiert in Radovljica, 4 Jahre. Und ich habe, mein erstes Ziel war, dass ich mit Bus reise oder an einer Rezeption arbeite. Ich habe auch in den Hotels gearbeitet, in Bled und so. Und ich war immer in Kontakt mit deutscher Sprache auch, mit Gästen, mit Leuten. Und heute reise ich nicht mit einer Reiseunternehmen, sondern mit eigener Musikgruppe. Gott sei Dank. Also wir sind ja froh darüber, dass es so gelaufen ist. Du hast mir im Vorfeld gesagt, so klar war das gar nicht, dass du mit deiner Band Musikgeschichte weiterschreiben darfst, weil viele gesagt haben, das kannst du vergessen. Also Musikkarriere, obwohl du in der dritten Generation von dieser berühmten musikalischen Familie bist, war nicht auf dem Programm oder in den Köpfen der Menschen. Was hat dich denn dann bestärkt, trotzdem den Weg zu gehen und zu sagen irgendwann, nein, ich probiere das, ich probiere eine musikalische Karriere? Ja, ich war immer ein bisschen anders. In Schule habe ich zum Beispiel Beatles gern gehört, in einer Zeit, wo damals Rapmusik angesagt war. Da ist Eminem gekommen und 50 Cent und so. Und mir wurde immer in die Wiege gegeben, dass wir jede Art von Musik schätzen, weil man kann immer was lernen und die Geschmäcke sind immer unterschiedlich. Und dann habe ich mir auch gedacht, das ist mein persönlicher Geschmack, was Opa gemacht hat, was sein Bruder gemacht hat, das war meine Kindheit, das ist auch in unserem Dorf. Ich habe alle diese Berge gekannt, für welche die Melodien entstanden sind. Deswegen konnte man mir das auch, wenn man gesagt hat, das ist nicht modern, konnte man mir das nicht wegnehmen. Das war immer irgendwie in mir. Und ich wollte aber das auch den anderen dann zeigen, weil ich bin mit meinen Kameraden in der Schule so zum Zeltfeste gegangen, hübsche Mädels, Tindl und es war auch für meine Jungs dann besser, weil wenn wir Rockmusik gespielt haben, waren wir erstmal schlecht und nicht authentisch. Und dann gehen wir in ein Zelt rein, wir konnten da tanzen und gleich, wenn du mit Akkordeon ins Zelt kommst, bist du schon der Held. Und das haben wir dann auch so gemerkt, hat uns Spaß gemacht, haben wir eine eigene Generation damit irgendwie dann angesprochen. Ich habe dann mit den gleichen Musikern, mit denen ich früher ein bisschen Rock gespielt habe, dann für Oberkleinmusik begeistert, haben wir dann neue Namen gegeben, Sascha Ausnick und Oberkleiner. Und plötzlich haben wir auch gemerkt, mit neuen Liedern, mit neuer Generation, haben wir auch unsere Generation irgendwie dazu gewonnen. Wir haben gezeigt, wir sind da breit, wir hören gerne auch andere Musik, wir gehen auch in die Discos, wir gehen zum Fußball, wir machen das. Wir sind nicht deswegen besondere Menschen, aber das ist ein Teil von uns und darauf sind wir stolz. Und das haben auch dann die Leute gemerkt und ich glaube, jeder muss
wissen, wovon er kommt und wo seine Wurzeln sind. Ich habe ja über dich auch ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, die zweite oder dritte Suchanfrage, wenn man deinen Namen eingibt, weißt du, bei Google, dann kommt, wie heißt seine Frau? Also ich glaube, du warst ziemlich lang der begehrteste Junggeselle des Landes. Deswegen glaube ich dir das sofort, wenn du sagst, mit einem Akkordeon ins Zelt, zack, die Mädels liegen da und dir zu Füßen. Die Liebe zur Musik, die Liebe zur Natur, die Liebe zum Land. Ich glaube, das ist ja alles, das kumuliert sich alles in dieser Musik. Was macht es denn mit dir, wenn du auf einer Bühne stehst oder so wie heute Abend, wenn du anfängst, diese Musik zu spielen? Welcher Sascho steht denn dann da vor uns? Ja, ich kann ein Beispiel von dieser Woche geben. Es war ein schwerer Tag, ich war nicht gerade in bester Stimmung. Und ich komme auf die Bühne, ich stehe da in der Tracht, ich habe da ein Akkordeon und plötzlich bin ich ein ganz anderer Mensch, das sagen auch meine Jungs. Weil einfach, du hast eine gewisse Menge an Adrenalin, auch an Stolz, an Freude. Und ich muss wirklich sagen, es verändert dich ein bisschen, wenn du auf die Bühne gehst. Ich habe da immer Emotionen, aber auch bin stolz, weil ich so sehr an diese Musik glaube. Und das Wichtigste ist, wenn wir auf die Bühne kommen, da haben wir ein Publikum, eine ganz starke Community. Die freuen sich, weil die ganze Geschichte kennen. Die Geschichte dauert jetzt in diesem Jahr 71 Jahre. Und ich weiß, keinen interessiert, wie mein Tag war, sondern die schauen einfach auf diese Jahre zurück, was vergangen sind. Die wissen, ich weiß auch, ich bin jetzt vielleicht einmal alle 4 Jahre so in einem Ort wie Osterode oder beim Hamburg. Da bin ich jetzt nicht so oft. Und die Leute sind gekommen, die beste Show zu sehen. Wenn ich in Slowenien auf die Bühne gehe, da freut es mich dann auch, weil allein die Menge an Leuten, die zu uns zu Konzerten kommen, ist eine große. Wir haben begonnen, zum Beispiel in 2012 haben wir ersten Auftritt gehabt im Sommer. Da waren vielleicht da 100 Leute. Wenn wir jetzt beginnen, sind auch 1000, 2000 Leute. Und dann weiß ich, wir haben schon etwas erreicht oder etwas dafür getan. Und es ist viel leichter jetzt wie am Beginn. Weißt du was, ich habe was total Schönes gelesen vor kurzem, dass bei Live-Musik, also wenn man in der Gruppe, bei einem Konzert zum Beispiel Live-Musik erlebt, dass die Herzfrequenzen des Publikums sich angleichen, sich synchronisieren und man ein gleiches schönes Gefühl hat im Herzen. Spürst du das, diese Magie, wenn die dir nach oben schwappt? Ja, auf jeden Fall. Und ich schaue dann immer in unserem Publikum, da sehe ich, aha, der ist da nicht so ganz begeistert und so, dann ist mir meine größte Motivation auch diesen da irgendwie zu erreichen auf unsere Frequenz. Und dann gibt es auch Stücke zum Beispiel so wie das Trompetenecho. Das spielen wir in Planica vor 30.000 Leuten. Das spielen wir, sage ich jetzt wirklich, bei großen Tanzfesten, bei großen Festivals. Wir waren in Woodstock der Blasmusik letztes Jahr. Das sind einfach die Titel, wo schon alle die Erwartung haben, die sind immer ein fester Bestandteil von unserem Programm. Aber da wissen auch die Leute, da wird Halligalli dann. Aber es gibt auch konzertante Stücke, so wie der Walzer, der Wind bringt in mein Lied. Da wissen die Leute auch die Geschichte, dass dieser Titel für die Familie und für Heimat komponiert war im Jahr 67. Da war Opa 330 Jahre unterwegs, 330 Tage in einem Jahr unterwegs. Und er hat kein FaceTime gehabt, kein WhatsApp, nichts. Und die stärkste Verbindung zu Heimatland war die Musik und einfach die Gedanken. Deswegen hat er den Walzer komponiert, der Wind bringt dir mein Lied, dass er immer bei Konzerten bei diesem Walzer an Familie gedacht hat, an seine Heimat. Und das spüren unsere Fans, unsere Freunde der Musik heute bei jedem Konzert, weil sie diese Geschichte kennen. Und eben da sprechen wir auch von dieser Frequenz. Da werden auch die lautesten Fans still und sind voll mit Herzen dabei. Was war denn das Schönste oder Wichtigste, was dein Opa dir beigebracht hat fürs Leben? Da könnte ich auf sehr viele Dinge zurückgreifen, aber wenn ich an ihn alleine denke, wenn man ihn so als Figur gesehen hat privat, war er als Figur schon größtes Vorbild oder als normaler Mensch. Da sind wirklich zu uns sehr viele Leute gekommen, ins Museum, ins Gaststätte und wie er da mit Leuten umgegangen war wirklich immer so herzlich. Und sein Tipp für mich war, du brauchst nur einen Professor in deinem Leben für die Musik, das ist dein Publikum.
Und wenn du auf Publikum schaust, dann hast du keine Angst zu haben für Live-Musik und so. Aber als Mensch, als Figur, muss er nicht viel sagen. Man muss nur so schauen, wie er gelebt hat. Gesund, diszipliniert, mit ehrlicher Arbeit. Und das war der beste Tipp. Jetzt machst du seit 15 Jahren diese besondere Musik. Wir reden ja heute auch über Kultur und Kunst aus diesem wunderschönen Land. Und was sie ja auch bedeutet für Touristen, also für Gäste, um ein Land zu verstehen. Wenn ich deine Musik höre, was verstehe ich dann von Slowenien? In erster Linie würde ich sagen, positive Botschaft. Weil wenn man nach Slowenien kommt, haben wir wirklich da wunderschöne Natur. Glückliche oder sage ich jetzt wirklich fröhliche Menschen. Wenn wir in Ausland spielen, sagen immer die Leute, wir sind so gastfreundlich. Und sie können sich leicht vorstellen, mein Opa Slavko und sein Bruder haben 1000 Kompositionen komponiert und die meisten singen über unseren Land. Das heißt, wenn unser Land langweilig wäre, Slowenien, dann hätte es vielleicht über Slowenien 3, 4, 5 Melodien gegeben. Aber so gibt es wirklich Hunderte, weil es gibt so viel Inspiration in eigener Heimat. Und um auf die Frage zu beantworten, man hört dann wirklich Akkordeon, das ist verbunden mit Alpen. Dann haben wir Trompete, Klarinette, die sind Dialog Mann und Frau, weil bei uns in Slowenien haben beide was zu sagen. Und dann haben wir natürlich dynamische Bass und Gitarre und die sind so wie unsere Natur. Manchmal geht es nach oben, manchmal nach unten, manchmal langsam, manchmal schnell. Und ich möchte sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr dynamische Musik, so wie unser Land auch dynamisch ist. 15 Jahre trittst du jetzt auf und hast unglaublich viele Konzerte, die du geben darfst. Gibt es denn so Erinnerungen an, ich weiß nicht, Highlights, hört sich immer so abgedroschen an, aber gab es Konzerte, wo du sagst, boah, das werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht, weil da jemand nackt auf die Bühne gerannt ist oder weil das Publikum so vielleicht ja auch anders reagiert hat, als du gedacht hast. Ja, es gibt bei uns eine Melodie, die sagt, es ist so schön, ein Musikant zu sein. Und Musikant ist anders wie Musiker, weil wir haben nie die gleiche Art von Bühne. Manchmal stehe ich mitten im Dorf und spiele vor einem Balkon für, sage ich da, jemanden, der vielleicht einen Heiratsantrag machen möchte. Manchmal stehe ich auf einer Bühne, wo unten 20.000, 30.000 Leute stehen. Manchmal beerdige ich mit der Musik jemanden, der mir was bedeutet hat. Und manchmal spiele ich bei Hochzeit von Familienmitgliedern oder von Freunden. Deswegen, es gibt wirklich wunderschöne Erinnerungen. Wir spielen 160 Mal im Jahr. Und man vergisst natürlich niemals, wenn man vor ganz vielen Leuten spielt, aber auch in intimen Kreisen, weil da, wenn auch weniger Leute sind, diese Herzfrequenz stärker und intensiver da ist. Einer von schönsten Erinnerungen ist für mich Festival in 2013. Haben wir zu Hause so ein Ausnick-Festival. Und da war Staatspräsident, mein Großvater Slavko war drinnen und ich durfte mit meiner Gruppe ein Konzert geben für 2000 Leute. Und das war für mich so etwas, wo ich mir gedacht habe, jetzt kann ich ins Pension gehen, weil Opa, der war immer für mich Wichtigste, was die Musik betrifft, hat uns gehört und hat uns eine Bestätigung gegeben. Die Fans waren da, man hat es gefilmt und man könnte jetzt wirklich auch noch viele andere Konzerte erwähnen, aber dieser war für mich so Wichtigste. Da habe ich das meiste Lampenfieber gehabt. Apropos, wenn wir heute Abend zu deiner Musik tanzen werden, gibt es irgendetwas, was du immer vor deinem Auftritt machst? Also, ich weiß nicht, manche haben ja irgendwie immer ein Ritual, das sie zum Beispiel machen. Gibt es da was? Ja, erstmal muss ich mich immer einspielen, so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Lieber noch mehr, wenn die Zeit das erlaubt. Und dann ist das wichtigste Ritual für mich, mit meiner Gruppe sich zu synchronisieren. Das heißt, wir schauen, dass wir eine gute Stimmung haben, bevor wir auf die Bühne gehen, ein bisschen Spaß und dann bringen wir auch viel Energie zusammen, weil das ist nicht individuell. Es ist jetzt nicht so, dass der Sascha kommt, sondern da kommen 7 Leute auf die Bühne, ein Kollektiv, und wir haben dann 7-mal mehr Chancen, den Leuten Energie zu schenken. Jetzt habe ich erfahren, dass du ein Akkordeon auch von deinem Opa bekommen hast. Das werden wir heute nicht sehen, aber wo ist es und wie oft spielst du auf dem? Ja, das war ein Weihnachtsgeschenk aus 2009. Hat er mir sein Studio
Akkordeon weitergegeben. Hat ziemlich alle Stücke nach Jahr 72 mit dem aufgenommen. Und ich habe dann in 2012 aufgehört, mit dem zu spielen, weil ich habe gemerkt, wir haben auch manchmal gefährliche Bühnen, wenn Leute auf Bühne kommen, auch mit Getränken und vielleicht nicht so 0-0. Und dann war es immer vielleicht ein bisschen zu gefährlich für das Akkordeon. Es gab auch Chancen, dass man mir das stiehlt. Deswegen habe ich mir auch so zwei auch alte Akkordeons gekauft. Aber seins habe ich zu Hause im Tonstudio und habe letztes Mal in der Öffentlichkeit mit dem Akkordeon auf seinem Begräbnis gespielt. Aber ich mache manchmal Aufnahmen, zum Beispiel jetzt, wenn wir Covers machen von Original Oberkrainer, wenn wir da ein Stück neu beleben möchten, dann nehme ich sein Akkordeon als Glücksbringer irgendwo rein in die Musik und ist dann auch für mich so eine Seelensache. Ja, du bist ja sehr fühlig, merke ich, wenn man über solche Sachen spricht, über Herzfrequenzen und über diese intimen Konzerte, die für dich ganz wichtig sind und eine ganz besondere Bedeutung haben. Welche Melodien sind es denn, die dich besonders berühren? Ja, ich schaue immer, dass ich, wenn ich für mich alleine spiele, dann spiele ich sehr gerne Walzer. Wenn ich für die Leute so als Unterhaltung spiele, dann natürlich die Polkas, weil die Leute sich dann noch schneller verbinden. Und wenn da eine gute Stimmung dann entstanden ist oder wenn die Leute tanzen, natürlich, dann kommt wieder Zeit für einen Walzer. Aber ich denke einfach, dass je nachdem, wen wir im Publikum haben, dass wir dann entscheiden, ob wir die Hits spielen. Wenn wir da Fans von Opa haben, suchen wir immer rare Sachen, was die Leute nicht so kennen, weil wir möchten immer überraschen. Und ich glaube, heute werden wir uns danach abstimmen, ob wir da gute Stimmung machen und ein bisschen Party oder ob wir da vielleicht mehr die Geschichte auch weiter in den Vordergrund stellen. Und dann lass uns doch mal in die Zukunft schauen. Gibt es irgendwo ein Konzert, einen Ort, wo du sagst, oder einen Künstler, Künstlerin, wo du sagst, boah, mit denen, mit der möchte ich was zusammenspielen oder dort möchte ich mal auftreten? Ja, für Deutschland ist das ganz leicht. Da müssen wir die Helene Fischer dafür überzeugen. Das ist ganz leicht. Ja, aber auf der Welt, ich sag so, als Akkordeonist bin ich kein Sänger und deswegen mag ich sehr gerne instrumentale Musik. Und in Slowenien haben wir wirklich begehrte Musiker, wo ich alle zwei Jahre da ein Live-Programm mache, wo ich Stars aus Rockmusik, aus Pop, auch Balkan und so zusammenhole und die machen mit uns einen Abend, wo wir Musik von Großvater Slavko spielen. Und diese Stars singen so auch ein Lied mit uns oder zwei. Und dann gibt es ein Medley, wo wir die Hits von den Stars in Oberkrainsound spielen. Und wir bauen da immer gerne die Brücken, weil das Publikum, soll ich sagen, teilen wir. Slowenien ist klein und man kann nicht jeden Tag Wiener Schnitzel essen oder nur eine Art von Musik hören. Und wir möchten auch den anderen Leuten im Publikum zeigen, wir sind alle viel stärker, wenn wir zusammenhalten. Und wie gesagt, Musik geht nicht immer ums Gut und Schlecht, sondern auch viel ums Geschmack. Aber gibt es noch einen Ort, wo du gerne mal spielen würdest? Weiß ich nicht, oben, Triglau. Ja, ich würde schon die ganze Welt sehr gerne bereisen mit der Musik. Ich war schon auch in Kanada mit meiner Band, aber wegen Corona sind Tournee in Australien und in Argentina ausgefallen. Vielleicht kommt das einmal in der Zukunft. Und ganz spannend wäre natürlich auch, sage ich so, wie wir jetzt gehen. Wir gehen jetzt mit Egerländer, mit Ernst Hutter auf eine Tournee in großen Städten in Deutschland. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagen, wir möchten drinnen Oberkrainer Musik in Bergheim in Berlin spielen. Alles Mögliche, also an was die Leute nicht denken, weil das sind dann so Projekte, Sachen, wo man sagt, es ist etwas Außergewöhnliches. Und damit bekommst du dann auch so eine gewisse, wie sagt man, Aufmerksamkeit beim Leuten. Dann verrat uns doch vielleicht zum Abschluss noch, was 2024 noch alles ansteht. Auf was freust du dich besonders? In diesem Jahr sind wir ausgebucht. Das heißt, die Termine sind schon alle fix gelegt. Wir gehen jetzt im April auf die große deutsche Tournee mit Ernst Hutter und Egerländer Musikanten. Das sind die Nachfolger von Ernst Mosch, von so sage ich böhmische Blasmusik. Und dann haben wir 15 Jahre mit meiner Kapelle. Wir spielen in Slowenien auf vier idyllischen Burgen. Also beginnen werden wir auch in Ljubljana, in unserer Hauptstadt, auf Burg Ljubljana. Dann haben wir das große Ausnick-Festival
Im Herbst haben wir wieder Konzerte im deutschsprachigen Raum, Österreich, Deutschland. Und im Dezember machen wir dieses Jahr das größte Konzert, was wir bis jetzt selber veranstaltet haben. Wir gehen in die Halle Tivoli. Da hat Opa vor 30, 40 Jahren selber ausverkauft gehabt. Und wir machen drinnen ein Weihnachtskonzert mit Fernsehen und mit 4.500 Zuhörern. Das ist für dieses Jahr der größte Wunsch. Also die Konzerte sind schon sehr gut praktisch ausverkauft. Jetzt müssen wir nur noch abliefern. Ich bin ganz sicher, das werdet ihr. Wir freuen uns wahnsinnig auf den heutigen Abend. Ich darf dann berichten im nächsten Travel Talk von diesem Slowenien-Podcast, wie wir getanzt haben auf diese Musik. Das verrate ich jetzt noch nicht. Vielen Dank, Sascha Osinek, dass du uns das heute alles erzählt hast, dass du auch so Einblicke in die Familiengeschichte gegeben hast und in deine Seele. Das finde ich ganz, ganz besonders. Viel Spaß noch, erstens auf der ETB, zweitens natürlich beim großen Slowenienabend und danke für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank und toi, toi, toi.